Wieso habt ihr nicht versucht, mit der Werteunion eine Opposition zu bilden, die womöglich mit einer AfD koaliert? Habt ihr da keine Chancen drin gesehen? Entschuldigung, ich habe für das Amt des Bundespräsidenten kandidiert. Da ist man dann raus aus der Parteipolitik. Das ist das höchste Staatsamt. Das ist eine ganz andere Flughöhe, als jetzt in einer Kleinpartei wieder anzufangen. Und dann vielleicht noch nicht. Ich war auch Vorsitzender der Werteunion. Und es gab dann während meiner Bundespräsidentschaftskandidatur Meinungsverschiedenheiten. Ich habe meine Stellvertretenden vorher informiert. Mhm. Da waren Mehrheit und man hat dann, die Mehrheit hat es getragen, aber es waren einige, die unbedingt wollten, dass ich das nicht mache, beziehungsweise dann den Vorsitz niederlege, was ich dann auch gemacht habe, weil natürlich die Kandidatur um das Amt des Bundespräsidenten mal einen ganz anderen Stellenwert hat als der Vorsitz eines damals noch Vereins mit 3000 Mitgliedern, der zwar auch eine politische Kraft ist, aber das andere hat natürlich eine andere Signalwirkung.